Herzlich willkommen in der Golfakademie St. Leon Roth. Golf ist ein Sport, ja, denn Beweglichkeit und Schnelligkeit sind zwei wichtige Faktoren für den Golfschlag. Die Oberkörperdrehung ist Hauptbestandteil des Golfschwungs, egal ob bei einem kurzen Chip oder einem langen Drive. Ein stabiler und kompakter Oberkörper bringt Ihnen bei einem kurzen Schlag Stabilität und Genauigkeit. Für einen langen Drive ist es der Grundbaustein für Geschwindigkeit. Damit der Oberkörper sich weit drehen kann, muss er sich anatomisch in einer aufrechten Haltung befinden. Probieren Sie dazu mal Folgendes. Stehen Sie aufrecht und strecken Sie Ihre Arme zur Seite und so weit nach hinten, wie es geht. Ihre Schulterblätter sollen sich zusammenziehen und der Brustkorb vergrößern. Wiederholen Sie diese Bewegung ein paar Mal, um zu realisieren, wie sich eine aufrechte Haltung anfühlt. Diese Haltung benötigt der Golfer, um sich weit drehen zu können. Mit einer gebeugten Wirbelsäule ist Drehung schwierig bis unmöglich. Stabilität und Geschwindigkeit können nicht erreicht werden. Stellen Sie sich jetzt ohne Ihren Schläger in das Golfsetup und legen Sie Ihren linken Handrücken über den rechten. Achten Sie weiterhin auf eine gerade Oberkörperhaltung. Versuchen Sie jetzt, Ihren Oberkörper gleichmäßig zu drehen. Ihre Arme und Hände sollen dabei ruhig bleiben. Der Oberkörper soll kompakt drehen und die Arme sollen nicht reißen. Spüren Sie den Druck zwischen den beiden Handrücken, dieser soll gering bleiben. Egal welchen Golfschläger Sie in der Hand haben, die Oberkörperdrehung ist Hauptbestandteil vom Putt bis zum Drive. Wenn Sie es hinbekommen, Ihren Oberkörper aktiv einzusetzen, können Ihre Arme den Schlägerkopf schnell beschleunigen. Bekommen Sie ein Gefühl dafür, wie sich Ihr Oberkörper drehen soll. Und Konstanz und Länge werden sich schnell verbessern. Kleiner Tipp noch, Ihre Hüfte darf sich natürlich auch drehen.